Heute geht es um die mündliche Abiturprüfung in Kunst und warum deine Begeisterungsfähigkeit alles ist. Willkommen zurück, Abiturathleten. Mein Name ist Leo Eckel und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du durch Top-Abiturprüfungen zu deinem Traumwunsch kommst. Heute geht es um die mündliche Abiturprüfung in Kunst. Ich hatte Kunst selbst in der Oberstufe und speziell, wenn es um den mündlichen Teil, praktisch war ich nicht so gut, aber speziell, wenn es um den mündlichen Teil ging, war ich auch immer sehr, 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 sehr gut, hatte ein extrem gutes Verhältnis zu meiner Lehrerin. Und deswegen möchte ich euch heute mal so ein paar Gedankengänge mit an die Hand geben, die euch, glaube ich, vor allem auch in der mündlichen Abiturprüfung richtig, richtig weit bringen können. Ich denke, das Wichtigste ist erstmal zu verstehen, dass Kunst ja eigentlich keinen Sinn hat. Also in der Hinsicht, dass keine konkrete Logik dahinter steht. Das bedeutet, dass Kunst einfach sehr, sehr auslegungsfähig ist. Und der Künstler macht es entweder halt, um etwas auszudrücken oder damit es einfach nur schön aussieht. Und das ist einfach auch ein Punkt, mit dem, glaube ich, sehr, sehr viele Schüler einfach nicht klarkommen. Weil sie denken, ja, hä, was macht das für einen Sinn? Aber es macht keinen Sinn. Deswegen, auch wenn du hier jemand bist, der damit vielleicht Probleme hat, versuch es gar nicht nach dem Sinn zu suchen, sondern nimm einfach nur die Message des Künstlers selbst an oder eben wirklich einfach nur die Schönheit dieser Statue, dieses Bildes, was auch immer. Weil wenn du das erstmal so für dich hast und nicht mehr diese Erwartung hast, wo ist der größere Sinn dahinter, dann kannst du dich da auch viel stärker drauf einlassen. Weil wenn du das schaffst, dann wirst du ganz, ganz weit vorne dabei sein, wenn du dich sozusagen trotzdem dafür begeistern kannst. Weil was die Lehrer haben, vor allem in Kunst, was ich habe mit ein paar Kunstlehrern in meiner Schulzeit auch gesprochen, die haben halt oft einfach entweder die ersten beiden Stunden oder die absoluten Nachmittagsstunden und sind deswegen eigentlich gewohnt, dass sie immer eine Klasse haben, die eigentlich nicht so wirklich motiviert sind. Die sagen, hä, warum soll ich das machen? Was bringt mir das für mein Leben? Wo ist der Sinn dahinter? Verstehe ich nicht. Der Typ sieht aus wie sonst was. Man erkennt auf dem Bild gar nichts. Warum muss ich jetzt hier nach Deutsch nochmal die Epochen lernen? Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Das heißt, speziell Kunstlehrer haben immer dieses Problem, dass sie, vor allem sie wahrscheinlich von ihrer Sache noch am krassesten begeistert sind, vielleicht noch krasser als, keine Ahnung, ein Mathelehrer, aber die Klasse gleichzeitig noch viel weniger interessiert ist, weil sie vielleicht beispielsweise Kunst auch gar nicht als so ein wichtiges Fach sehen. Und das ist natürlich als Kunstlehrer total kacke. Stell dir vor, du machst deinen Job die ganze Zeit, bist total begeistert von deinem Thema und willst das Leuten weitergeben, die aber überhaupt keinen Bock drauf haben. Und dann ist es eben so, dass wenn du jemand bist, der sich darauf einlässt und Interesse daran zeigt und sich für dieses Fach eben begeistern kann, wird es einfach doppelt, dreifach, vierfach, fünfmal so positiv vom Lehrer wahrgenommen, weil er es einfach gar nicht kennt. Und das ist war beispielsweise eins der größten Faktoren, warum ich in Kunst eigentlich relativ gute Noten hatte, auch in den Klausuren, obwohl ich das gar nicht so gut drauf hatte, weil ich einfach meiner Lehrerin gezeigt hat, dass es mich sehr stark interessiert. Und es hat mich auch wirklich dann interessiert. Das ist, glaube ich, eine Sache, die Leute immer falsch verstehen. Oh, der schleimt. Oder oh, der sagt es nur damit. Nee, wenn du dich wirklich darauf einlässt und dich dafür begeistern kannst, macht das Ganze ja auch mehr Spaß. Das ist dann irgendwo auch interessant, einfach die Sache für sich selbst. Deswegen, wenn du das schaffst, wird das eben auch, diese Begeisterung in der mündlichen Abiturprüfung, einfach ja, zum Lehrer übertreten. Und das ist ja eigentlich genau auch das Interessante einfach an der Musik. Weil es einfach kein richtig oder falsch gibt. Das liegt alles nur in deiner Interpretationssache. Und wenn du es dann schaffst, wenn eben die Frage ist, okay, was ist jetzt richtig und was ist falsch, was es ja eigentlich nicht gibt, sondern welche Note gebe ich meinem Schüler, und dann jemand, was in seiner eigenen Sache sehr gut interpretiert und das einfach rausträgt und mir dann auch seine Begeisterungsfähigkeit zeigt, die ich vielleicht in meinem Fach sowieso so selten erleben darf, dann sage ich natürlich, hey, das ist schlüssig, dann gebe ich auch eine gute Note. Ich hoffe, dass euch das Ganze hilft. Wie gesagt, geht da wirklich einfach mit Überzeugung rein. Schaut euch nochmal mein mündliche Abiturprüfung Rocken-Video an. Das wird euch richtig helfen in Kunst, weil einfach, ja, Überzeugung ist, glaube ich, in diesem Fach so, so krass wichtig. Und dass du einfach diese Begeisterungsfähigkeit auf den Lehrer überträgst. Und dann wirst du auch eine sehr gute Note bekommen. Deswegen, ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Ich glaube, wir an euch. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Euer Leo. Mündliche Abiturprüfung Kunst.
Warum deine Begeisterungsfähigkeit alles ist.